Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Gottesdienstgemeinschaft, ich wünsche euch allen einen schönen guten Abend und darf euch ganz herzlich zum Gottesdienst begrüßen. Zuallererst natürlich die Pfarre Anterin als Gastgeber dieses Dekanats Jugendgottesdienstes, aber auch alle, die gekommen sind, um miteinander Gottesdienst zu feiern, um miteinander unseren Glauben zum Ausdruck zu bringen, unsere Hoffnung zum Ausdruck zu bringen und miteinander Gott zu loben und zu danken. Wir sind zusammengekommen und wollen etwas mitgestalten in dieser Welt, die eine ständige Baustelle für uns Christinnen und Christen ist. Wir wollen schauen, was unser Platz ist, was unsere Identität ist, wie wir uns einbringen können. Lassen wir uns einstimmen in diese gemeinsame Feier. Blöderweise war das ein Stock oder zwei Stockwerke hinter der ganzen Veranstaltung und der ist runtergefallen und leider verstorben. Aber Paulus hat die Macht bekommen, von Gott ihn wieder aufzuerwecken. Und das hat er auch gemacht. Und ja, was hat er dann gemacht? Er konnte eigentlich nicht gut reden, aber er hat weiter geredet und geredet und geredet, weil er so begeistert war. Und ja, wer von euch würde sich das trauen, einfach so weiterzugehen, auch wenn man sagt, man kann eigentlich gar nicht so gut reden? Ja, jetzt kommst du wieder mit der Bibel, wasch ab, aber euch, ja, ein paar Lügner. Kennt ihr da von euch irgendwer, Anna-Dorin, irgendjemanden, den man da so als Vorbild nehmen kann? Sagt es mir mal auf. Haben wir gesehen? Christi, du kommst aus? Achso. Wen kennst du? Leon von Hässlich. Dankeschön. Ja, Leon von Hässlich. Dafür ja, war Josef ganz schön stolz, habe ich gehört. Kennt nur jemand irgendwie? Ah! Du bist der? Mose Stotterte. Danke, Fräulein. Mose Stotterte. Nur irgendwer? Ah, komm, erste Reihe. Josia hatte Angst. Josia hatte Angst. Ja, Simson hatte lange Haare und Jeremia, der war irgendwie zu jung. Kennt ihr den wir? Ah, Du bist der? Du kommst aus? Christoph. Und wen kennst du? David hat eine Affäre gefahren. Okay. Petrus verweigert sich die Worte. Ja, Lazarus, der war tot, so wie der Petrus vorgegeben ist. Also, nicht gerade die Fähigkeiten, oder? Die man so haben sollte, wo man sagt, das wird man nachmachen. Ja, das ist so. Jesus weiß, wie wir sind und möchte, dass wir sind, die wir sind. Und du bist so, wie du bist. Kein Zweifel. Und
Mit Jesus bist du fähig. Mit Gott an deiner Seite, da geht was. Und ja, deswegen ein herzliches Willkommen hier in der Pfarrkirche Antering. Und schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr da seid. So wollen wir im Kyrielied Gottes Nähe und sein Erbarmen auf uns herabrufen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er öffnete sie und fand die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Auge, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er die Buchrolle, gab sie den Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller, die in der Synagoge waren, auf ihn gerichtet. Dabei begann er, ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Liebe Jugendliche, liebe Pfarrgemeinde, lieber Herr Pfarrer, vor einigen Jahren habe ich einmal einen Jugendgottesdienst besucht, der hat einen etwas gewagten Titel gehabt. Und der ist mir nicht das heutige Evangelium gehört, habe ich wieder eingefallen. Denn damals hat der Jugendgottesdienst geheißen: Geist ist geil. Und auch wenn es vielleicht nicht die Sprache ist, die wir gewöhnt sind, der Gedanke dahinter ist genau der richtige. Denn dieser Geist, von dem wir da heute etwas hören, der ist schon etwas ganz Besonderes, etwas ganz Begeisterndes, etwas ganz Lebendiges. Und wir können ihn gar nicht hoch genug einschätzen. Denn dieser Geist, so haben wir es gehört, er macht uns zu einer Gemeinschaft. So wie wir es auch in der Lesung heute gehört haben. Eine Gemeinschaft in der Pfarre, in den Jugendgruppen, die heute da sind, in der Schul- und Chorgemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die auch über unser Land hinausgeht. Darum freuen wir uns, dass heute auch Besucher aus unserer Partnerdiözese in Korea mit uns feiern. Wir gehören alle zusammen, egal wo wir herkommen. Dieser Geist, er macht aber nicht nur eine Gemeinschaft aus uns, sondern er wohnt in uns. In jedem von uns, da ist etwas von dieser Kraft des Heiligen Geistes. Eigentlich etwas schon ganz Besonderes, was uns dazu gesagt ist. In mir, da steckt die Kraft dieses Heiligen Geistes. Denn Gott baut auf dich. Gott braucht dich. Er möchte, dass du diese Welt gestaltest. Er möchte, dass du aktiv wirst. Er schenkt dir diesen Heiligen Geist mit all den Fähigkeiten und Talenten. Mit all dem, was du kannst und wo du gebraucht bist. Mit all dem, was ungetan bleiben würde, wenn nicht du es tust. Gott schenkt uns so viel Vertrauen, dass in uns etwas von diesem Heiligen Geist zu finden ist. Jedem von uns schenkt er solche Talente und Fähigkeiten. Und ich hoffe, dass er einigen von euch auch das Talent des Mutes geschenkt hat. Denn das braucht es immer, wenn es darum geht, dass ein Erster oder eine Erste sich auf eine Frage eine Antwort geben kann. Denn mich würde schon interessieren, welche Fähigkeiten und Talente, glaubt ihr denn, hat der Heilige Geist euch geschenkt? Wo spürt jemand von euch, ich glaube, da gibt es etwas, was ich gut kann, was ich gerne mache, wo es ein Talent gibt, was ich gerne einbringe, wo ich spüre, da hat dieser Geist Gottes etwas Gutes in mich hineingelegt. Denken wir mal einen Augenblick nach und dann hoffe ich, dass ich dir erst eine Antwort geben kann. Wo hat dieser Geist Gottes ein Talent, eine Fähigkeit?
begeistert in euch hineingeben. Genau, da sitzen noch viele, die dieses Talent auch haben, das haben wir heute schon gehört. Was sind noch Dinge, die euch begeistern, wo ihr spürt, da ist etwas lebendig in mir? Ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht mehr Talent gibt.
bekennen wir uns gemeinsam zu unserem Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, des Schöpfers des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitze zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Mit unserem Leben gelingt, vertrauen wir auch auf die Kraft Gottes. Und wir kommen in all unseren Bitten und Anliegen nun zu ihm.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, wir bringen dir Brot und Wein. So wie du diese Gaben wandelst, so wandle auch uns vom alten zum neuen Menschen, damit sich unser Leben zum Guten hin verändert und deine Liebe in uns reiche Frucht trägt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist für ihn und recht. Wir danken dir, treuer Gott und barmherziger Vater, für deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Er hat dir ein Herz für die Armen und die Kranken, die Ausgestoßenen und die Sünder. Den Bedrängten und den Verzweifelten war er ein Bruder. Sein Leben und seine Botschaft lehren uns, dass du für deine Kinder sorgst, wie ein guter Vater und eine liebende Mutter. Darum rühmen wir deine Güte und Treue und singen mit allen Engeln und Heiligen das Lob deiner Herrlichkeit. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis
der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt, und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Opfer Christi, das er uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben, mit ihm und untereinander. Vater, bitte, Gott, vollende deine Kirche im Glauben und in der Liebe, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Franz, alle Bischöfe, Priester, Diakone und das ganze Volk, das du hier erwunden hast. Offene unsere Augen für jede Not, gib uns das rechte Wort, Bettwäsche, Trost und Kraft suchen, hilf uns zur rechten Tat. Wo Menschen uns brauchen, lass uns denken und handeln nach dem Wort und Beispiel Christi. Wache, eine Kirche, zu einem Ort der Wahrheit und der Freiheit, des Friedens und der Gerechtigkeit, damit die Menschen neue Hoffnung schöpfen. Vater, erbarme dich unserer Schwestern und Brüder, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Heute denken wir besonders an Bertha Neumann. Lass dein Angesicht schauen und schenke ihnen das Leben in Fülle. Wenn unser eigener Weg zu Ende geht, nimm auch uns für immer beide auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und Märtyrern, mit unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Als Kinder Gottes sind wir versammelt. Voll Vertrauen wollen wir auch singend miteinander beten, wie Jesus selbst uns das Beten gelehrt hat. Thank you.
Schau nicht auf das, was Menschen von dir oder untereinander trennt, sondern auf den Glauben und das Vertrauen deiner ganzen Kirche. Und schenk dir, wie du es möchtest, Einheit, Gemeinschaft und Frieden. Dieser Friede Gottes des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Seht Jesus selbst, dem Brot des Lebens, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du mein Geist und mein Herr, aber spricht nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet uns seht, wie gütig und barmherzig der Herr.
Lasset uns beten. Guter Gott, dein Wort und die Gemeinschaft des Mahles wollen stärken für unsere menschlichen Beziehungen, Aufgaben und Entscheidungen des Lebens. Bleibe uns nahe mit deiner frohen Botschaft in unserer Umgebung, in unseren Familien und in unseren Orten, wo wir wirksam werden können. So bitten wir durch Jesus, unseren Freund und Bruder. Amen. Am Schluss unseres Jugendgottesdienstes möchte ich herzlich Dank sagen. Zuallererst dir, lieber Herr Pfarrer, und der ganzen Pfarrgemeinde und den Ministrantinnen und Ministranten, für die Gastfreundschaft, dass wir hier in eurer Kirche diesen Jugendgottesdienst haben feiern können. Danken möchte ich all denen aus den verschiedenen Pfarr- und Jugendgruppen und Firmengruppen, die mitgestaltet haben, dass es wirklich zu einem besonderen Gottesdienst geworden ist. Allen für die inhaltliche Mitgestaltung und auch dem Stiftsjugendkreuz Michael Beuern, euch einen ganz herzlichen Dank für diesen besonderen Gottesdienst. Die uns den Blick über das Dekanat hinaus noch einmal geweitet haben und natürlich auch allen Dekanatsverantwortlichen. Und ein ganz besonderer Dank, auch wenn sie sich gerade da hinten versteckt, natürlich an die Sabine und ihr ganzes Team der katholischen Jugend, die diesen Gottesdienst mit euch und für uns gestaltet haben. Auch euch einen ganz herzlichen Dank und einen kräftigen Applaus. Es geht noch weiter, dass die Gedanken von heute auch in euren Köpfen bleiben und als sichtbares Zeichen zum Mit nach Hause nehmen sind, wird es hinten beim Ausgang dann auch ein kleines Geschenk, ein Giveaway für euch geben. Und auch jetzt, dass wir noch miteinander ins Gespräch kommen, seid ihr herzlich auch zur Gabe eingeladen im Pfarrsaal. Zuwohl. So wollen wir uns noch einmal von Gott in seinem Segen, seine Kraft, seine Stärke und seinen Geist in uns wohnt, zusagen lassen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Das Leben ist ein Geschenk, danke dafür. Das Leben ist ein Wagnis, stell dich ihm. Das Leben ist eine Chance, ergreife sie. Das Leben ist ein Geheimnis, entdecke es. Das Leben ist ein Kampf, gewinne ihn. Das Leben ist eine Herausforderung, nimm sie an. Das Leben ist ein Prozess, geh ihn mit. Das Leben ist eine Freude, genieße sie. Das Leben ist eine Berufung, lebe sie. Das Leben ist ein Geschenk, danke dafür. Und dazu segne, beschütze und begleite euch, denn sie der liebe, allmächtige und dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.